Einen Tag später geht er endlich los, der 10. Deutsche Nahverkehrstag. Auf über 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche treffen sich rund 700 Experten, Aussteller und Kongressteilnehmer. Zum ersten Mal mit dabei die Rhein-Neckar Verkehr GmbH. Sie nutzt den Nahverkehrstag vor allem, um das Projekt Primove, das sie zusammen mit Bombardier derzeit realisiert, einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Die Primove-Ladetechnik basiert auf dem Prinzip der induktiven Stromübertragung. Sie wird ab Herbst 2014 auf der Mannheimer Buslinie 63 eingesetzt. Das Interesse für das Projekt ist groß und auch der Staatssekretär des Innenministeriums Rheinland-Pfalz ist begeistert. Es macht sinnvoll, ganz einfach auch für unsere Umwelt. Es fordert natürlich auch Innovation und es fordert insbesondere auch, die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ich glaube, auf jeden ist es so noch nicht im Kopf angekommen. In einem Fachvortrag erklärt Tobias Baumann interessierten Kongressbesuchern nicht nur das Projekt und die Technik ausführlich, er berichtet auch über die Erfahrungen, die die RNV bis heute gemacht hat und wo es zukünftig hingehen soll. Wir wollen zwei reine Elektrobusse und einen Elektrovan auf regulären Umläufen der RNV einsetzen. Und das Projekt ist für die RNV nur so der erste Schritt in die Elektromobilität. Langfristig besteht grundsätzlich das Ziel, dass wir unsere Dieselbusse aus den Innenstädten grundsätzlich verbannen. Das klingt nach so einem hochspannenden Projekt. Was Modernes wird ausprobiert, was Neues, was in Richtung Umweltfreundlichkeit und Energieeffizienz geht, das finde ich immer ganz gut. Ich denke sowieso, wir müssen natürlich umdenken im Bereich Energiewende. Ohne persönliches Umdenken, auch bei der Fortbewegung, funktioniert es nicht. Und jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Und man muss es ausprobieren. Und wenn es funktioniert, was ich hoffe, dann sind wir auf jeden Fall schon wieder ein kleines Stück weiter. Aber auch zu Gerz informiert die RNV. Der Alterssimulationsanzug ist wichtiger Bestandteil der Fahrerausbildung und soll die Rücksichtnahme auf ältere Menschen fördern. Eine gute Sache, darin sind sich alle Messebesucher einig. Ich wachse ja auch so langsam in alle herein, wo die Beweglichkeit ein Stück dann auch weniger wird. Und insoweit ist es sinnvoll für diejenigen, die also in den Fahrzeugen dann auch entsprechend unterwegs sind, dass sie ganz einfach das Gefühl davon haben, dass die Menschen sich nicht bewusst langsamer bewegen oder bewusst irgendwo schwierig mit dem Portemonnaie oder etc. umgehen. Ich halte es für eine gute Sache. Schon 36 Stunden später ist er wieder vorbei, der 10. Deutsche Nahverkehrstag. Der erste für die RNV und die Abbauarbeiten beginnen.